Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2 Director's Cut. Letzte Folge haben wir, naja, nicht ganz an dieser Stelle aufgehört, aber fast. Ich habe einfach mal, hier ist ja das Minenfeld. Ich zeige das mal an. Das ist das Minenfeld. Ich habe sämtliche Ranger nachgezogen, durch das Minenfeld durchmanövriert. Jetzt sind wir alle hier hinten heil angekommen. Ja, und wie ist die Situation? Das Ganze scheint ja so ein bisschen auf einen Showdown hinauszulaufen. Tori Robinson ist geflohen aus Angel Oracle. Der Herr Manners hat sie halt herausgeschmissen und sie hat sich der Verhaftung widersetzt. Und das Einzige, was mir nicht so ganz behagt, ist, dass wir sie jetzt verfolgen. Warum hat Herr Manners nicht seine eigenen Leute geschickt, sondern uns? Eigentlich sind wir ja keine Söldner oder so, aber okay, Auftrag ist Auftrag. Das Blöde ist halt, dass wir ihn angenommen haben. Ja. Aber es ist, wie es ist. Ich glaube, ich kann mich auch nicht mehr davor drücken oder sowas, denn jetzt heißt es, also wir haben uns ja direkt jetzt auf eine Seite oder für eine Seite entschieden, für die Manariten, also für den Herrn Manners. Und der ist uns ja auch einige Stücke zu, also entgegengekommen, indem er gesagt hat, sie werden jetzt keine Kannibalen mehr sein und ähnliches. Naja. Jetzt müssen wir uns halt um Tori Robinson kümmern. Ich ziehe die Leute mal so ein kleines bisschen weiter nach vorne. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. Noch sehen wir ja nicht wirklich allzu viel. Also hier liegt ein Toaster, den wir uns später einmal... Oh. Ist Robinson Nahkämpfer. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute Tori Robinson mit dabei hat, aber es sind ja einige mit ihr zusammengeflohen. Na gut. Aber wenn ich jetzt schon einen sehe, dann könnte ich theoretisch jetzt schon so eine Art Kampflinie hier aufbauen. Denn ich glaube nicht, dass man das hier friedlich lösen kann. Ich soll ja Herrn Manners ihren Kopf bringen, also etwas makaber. Etwas makaber. Deshalb sträube ich mich auch so ein kleines bisschen dagegen, dies zu tun. Nur ich befürchte, wenn ich das nicht mache, bin ich bei den Manariten dann auch wieder unten durch. Und dann, naja, ist alles, was ich in Angel Oracle erreicht habe, möglicherweise für die Katz. Das wollen wir nicht. Ne? Also ich füge mich bei diesem Durchlauf. Beim nächsten Durchlauf würde ich vielleicht noch eine andere Lösung suchen, aber es ist jetzt, wie es ist. Ich habe die Entscheidung getroffen und ich lebe jetzt auch damit. So, okay. Also, noch sieht mich hier keiner. Wie weit kann ich feuern? Da habe ich die Linie gesehen. Also, so weit kann ich feuern. Vielleicht sollte ich mich hier schon hinkriegen. So, die übliche Strategie, wenn man das überhaupt so nennen kann. Wir nutzen unsere Reichweite. Hocken. So, Bizeppi, du gehst hier hin. Nur ein einzelner Nahkämpfer, der hier patrouilliert. So, du gehst dahin. Der Doktor, der bleibt am besten ein bisschen zurück. Ralphie genauso. Und Angel geht hier hin. So, oh, viel mehr kann ich auch nicht sehen, ne? Außer den. Der arme Robinson. So, der wird als erster unsere Macht spüren. So, ich gehe einmal kurz hier voran. Warum gehe ich hier voran? Naja, Nachtschrecken. Ich wollte eigentlich den Nachtschrecken hier so als Kanonenfutter nach vorne stellen. Andererseits... Ah, wir stellen ihn mal hier hin. Er soll ja auch nicht unser Schussfeld blockieren. Ich tue ihn deshalb einfach mal so ein bisschen an die Seite. Aber auf jeden Fall so, dass er vor uns ist. So lasse ich's. Oh, wir können wesentlich mehr sehen mittlerweile. Grenadier.
Nahkämpfer, Schrotflinte, MP, Schrotflinte, Nahkämpfer. Also Grenadiere müssen natürlich zuerst eliminiert werden, das ist ja klar. Kann ich vielleicht noch ein Stück näher ran? Möglicherweise, ne? Vielleicht kann ich ein bisschen was auskundschaften. Nicht zu nah ran. Wir wollen hier nichts aktivieren. Zurück. Vertraut mir, irgendeiner meiner Gefolgsleute wird sein Persön. Na, okay. Die Manierlichen werden uns angreifen, ich weiß es. Vertraut mir, irgendeiner meiner Gefolgsleute wird seine persönliche Macht ergreifen und mich verraten. Okay. Also sie erwartet den Angriff. Na gut. Wir wollen sie nicht enttäuschen. Wollen sie nicht enttäuschen. Ich würde gerne nur mit den beiden feuern, aber doch, geht. Andere Steuerungstaste. So, eure Reichweite reicht, um ihn hier schon mal zu treffen. Das ist gut. Hundert Prozent, das ist auch gut. Okay, er ist natürlich gleich versteckt hinter dem Auto. 80%. Und hier sind ja doch eine ganze Menge Leute, ne? Nahkämpfer. Eigentlich muss er ja noch ranlaufen, ne? Ich muss jetzt also theoretisch keine Munition dafür verschwenden. Na egal. Weg ist weg. Okay, Zug beenden. Oder lieber nach. Ich könnte nachladen, ne? Nein, ich habe genug Schuss. Niemand in Reichweite, das bedeutet Hinterhalt. Einmal hocken und Hinterhalt. So, der Doktore. Bitte einmal nachladen. Das habe ich wohl vergessen. Und dann bleibt er hinten. Ich habe ihn ja mit Absicht hier positioniert. Ich hätte ihn natürlich auch hierhin positionieren können, um. Ah, hätte er auch ein freies Schussfeld. Aber okay, Zug beenden. So, wer kommt da? Keine Ahnung, wer das war, aber. Grenadier, aha. Aha. Hier ist eine böse Person. Ja, die haben hier theoretisch haben hier, wenn sie Scharfschützen haben, haben sie hier Deckung. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich keine Deckung. Grenadier. Vielleicht auf die Beine oder auf die Arme. Ich treffe beides zu 100%. Dann vielleicht die Beine.
Der sollte nämlich am besten nicht drankommen. Er ist Schrotflintenschütze. Na, sowas möchte ich auch nicht unbedingt in der Nähe haben. Oh, das sieht aus wie eine Scharfschütze. Ist das ein Raketenwerfer? Das sieht so aus. Okay. Hallihallo. Du meinst so vom Bahnhof? Nee, das stimmt. Ja. Ja gut, irgendwie erkennt man sich das. Also um 6. Hatte eben einen kleinen Telefonanruf, deshalb habe ich mal Pause gemacht. So, es geht weiter. Ja, es kommt ein ganzer Haufen Leute angelaufen. Also der Grenadier muss immer noch weg. Aber es kommt hier auch andere unschöne Personen, zum Beispiel so eine Scharfschützin. Kann ich hier die Arme vielleicht... Ja. So, kaputte Waffe, das ist schon mal sehr gut. Damit habe ich die quasi ausgeschaltet. So, okay. In Reichweite ist hier sonst niemand. Dann nehmen wir mal den Grenadier aufs Korn. Nein. Den Grenadier können die anderen finishen. Der hat zu wenig Hitpoints, das lohnt sich nicht. Dann lieber hier. Treffen wir. Okay. Verkrüppelt. Es tut mir leid für den. Aber es ist, wie es ist. So, der Doktor. Ich positioniere ihn dann doch lieber mal hier hin. Und dann darf er einen Hinterhalt durchführen. So. Neutronenprojektor. Auf den habe ich gewartet. Jetzt kommt er zum Einsatz. Na komm schon. Die Granate muss weg. Okay. Getroffen, würde ich mal sagen.
Okay. Oh, Tori. Tori Robinson kommt angelaufen. Okay. Ein Kopftreffer ist nicht so wahrscheinlich, also lassen wir es. Aber Beintreffer ist ziemlich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was Tori kann. Aber jetzt kann sie auf jeden Fall weniger. Und ja, jetzt lohnt sich nicht mehr, einen weiteren Schuss abzugeben auf sie. Vielleicht dann die Scharfschützin hier. Die kann ich nicht beschießen. Schrotflintenschütze. MP. So. Okay, bloß kein Friendly Fire riskieren jetzt hier. Mach mal hier Tori. So, das war Tori. Unsere Mission haben wir erfüllt, aber ihre Leute haben weiterhin Lust zu kämpfen. Und da kommt wieder eine Scharfschützin. Jetzt könnte sie bereits in Reichweite sein. Jetzt muss ich aufpassen. Und die andere auch. Jetzt muss ich hier was gegen tun. Armtreffer, bitte. Kaputte Waffe, sehr gut. Ja, und das war's auch schon. So, Scharfschütze hier, Scharfschütze da. Und noch ein Nahkämpfer hier. Na gut. Die mit dem Raketenwerfer ist noch da. Oder der. Der, die. Okay, ich würde mal sagen, Feuer frei auf den hier hinten. Vielleicht bekommt der dann auch noch ein bisschen was ab. Nee. MP. Schrotflinte, Schrotflinte. Zitternder Arm. Ah, verdammt. Ich wollte hier auch auf die Waffe zielen. Na gut. Ein Hitpoint, meine Güte. Den Arm haben wir getroffen. Au, das tat weh. Ladehemmung. Da haben wir Glück gehabt. Im Grunde genommen, die hier ist jetzt in Reichweite. Eigentlich müsste ich auf sie feuern. Aber ich habe ja jetzt dringendere Probleme. Hier, die beiden. Andererseits. Wir können sie vielleicht ein bisschen verlangsamen, ne? Lahmgelegt.
Einen Schuss können wir erübrigen, denke ich mal. Ich feuer jetzt mal so. So, damit müssten wir... Okay, wir haben... direktes Schussfeld, das ist gut. Scharfschützen. Die muss ich eigentlich auch wegballern. Aber hier ist... Na, eigentlich haben wir auch da direktes Schussfeld, oder? So. Next. Zug beenden. Oh. Läuft hin und läuft wieder zurück. Hat die Leute gesehen und was alles so um uns herum liegt mittlerweile und hat gesagt, oh, lieber nicht. Der Nahkämpfer muss natürlich ranlaufen, sonst hat er keine Chance. Das ist natürlich jetzt schlecht für ihn. So, die Scharfschützen. Ah, wir versuchen es mal. So. Und der Nahkämpfer am besten auf die Beine erstmal. Zack, verkrüppelt. Das tut mir leid für dich. Das tut sicherlich weh. Und eigentlich möchte ich so wenig Schmerzen wie möglich verursachen, deshalb. Erlöse ich dich. Hier komme ich nicht ganz ran, also mache ich einen Hinterhalt. Sie kommt auch nicht dran, Hinterhalt. Die müsste rankommen können, richtig. So. Ich glaube, das ist die letzte Robinson, die hier steht. Das war der Kampf. Ja. Einiges an Erfahrung gegeben, muss man sagen. Einiges an Gegnern da. So, wo ist... Wo ist denn diese Hasenpfote? Ich will die Hasenpfote haben. Hasenfoto. So, nimm mal Ralphie. So. Müssen wir jetzt mal gucken, was alles hier so rumliegt. Eigentlich sollte ja Ralphie die Sachen nehmen. Ein Stimmungsring, was auch immer das ist. Na gut, er ist ein bisschen was wert. Vibrator. Ein Pfund. Das ist aber ein schwerer Vibrator. Elegante, lockere Hose. Mitnehmen oder nicht? Ja, wegwerfen können wir später. Das nehmen wir aber mit. Und ein Business-Pfund. Na gut. Ah, ein Toaster. Toaster. Er hat Toaster-Reparatur 8. 8 und
Wir können es steigern. Genau. Wenn wir ihm das hier geben. Jetzt ist er überlastet. Dann geben wir ihr das einmal zurück. So, Ralphie. Mach mal den Toaster. Mal gucken, was wir drin haben. Für Artefakte. Toaster-Heizelement. Ich glaube, sowas suchen wir. Tada! Das ist ja schön, dass wir den hier gefunden haben. Dass wir das Heizelement hier gefunden haben. Das ist ja schön. So, das kann wieder zurück. Das kann hier wieder zurück. Das kann dahin. Und hier können wir den Glücksbringer wieder anlegen. Machen wir weiter. Was finden wir noch so? Munition, okay. Noch ein Vibrator. Donnerfaust. Oh. Und Tori Robinsons Kopf. Deshalb ist sie angerannt gekommen. Sie ist eine Nahkämpferin und hat eine Donnerfaust. Na gut. Nimmt alles unser Indianer. Ein rotes Polohemd, okay. Ohrenkerzen. Naja, sowas nehme ich jetzt nicht mit. 2 Pfund, genau. Singender. Okay, hier war wahrscheinlich dieser singender Bass. Brauchen wir nicht. Munitionskiste. Die Munition braucht er jetzt. Noch eine Munitionskiste. Noch mehr Munition. Ich glaube, die kann er ganz gut gebrauchen. So. Da sind wir ja genau davor zu stehen gekommen. Okay. Ich sollte vielleicht mit ihr vorangehen und nicht mit, und auch nur mit ihr. Okay. Also, 3-mal Sprengfalle ist hier noch. Und wir haben Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Und ansonsten sieht es aber hier sauber aus. Hier vielleicht. Nee, alles gut. Also 3 Minen haben wir hier noch, tatsächlich noch gefunden. Und ich bin auch gerade mit dem Bildschirm weggegangen. Wenn ich einfach mal so geklickt hätte hier, dann das sehe schlecht aus. Na gut, okay. Was haben wir hier? Alarmanlagen entschärfen. Doktor, das ist ein Fall für euch. Vorsichtig an den Minen jetzt vorbei. Delete. Oh, was haben wir denn da? Eine RPG-7. Das sieht doch schön aus. Ein bisschen Munition, okay. Das bekommt Ralphie. Ein weiteres Laservisier, das... Oh, sehr schön. Luminox-Uhr.
Plus 1 Auffassungsgabe. Minus 0,5 Angriffsgeschwindigkeit ist nicht so schön. Bekommt auch erstmal Ralphie. Das bekommt sowieso Ralphie und ist jetzt damit überladen. Super. Und das hier bekommt sie. Das bekommen sie. So, wer kann die RPG jetzt nehmen? So, plus 20 Pfund Traglast. Das müsste doch jetzt reichen, oder nicht? Ja. Na gut, okay. Dann muss das hier zu ihm. Er ist der Anführer, er muss sowas nehmen. So, Ralphie ist dann aber voll. Muss ich mal kurz gucken. Ja, Pizzeppi können wir. Wobei. Nö, alles gut. So, Pizzeppi wird der nächste Packesel. Oh Mann. Nicht mal einen Kopf kannst du mitnehmen. Ja gut, er ist geschwächt, ne? Dysnumerophobie, ne? Momentan. Er muss unbedingt aufsteigen, unbedingt. Das ist echt schlecht mit dieser Dysnumerophobie. So. Mein Freund, lauf du jetzt mal hier. Ach so, hier ist ja auch noch was. Verschlossen, muss jemand anders machen. Aber die Sachen kannst du öffnen, ne? Ah, Hilfe! Nicht, dass jetzt der Nachtschrecken da reinläuft. So, das bekommt der Doktor. Das bekommt auch der Doktor. Oh, der muss geknackt werden, okay. Ralph, geh mal aus dem Weg. Nein! Verdammt, wieso bin ich hier hingelaufen? Das war blöd. Eine Mine weniger, die wir jetzt entschärfen können mit Tucker irgendwann. Okay, wer kann den am besten knacken? Wie? 61 nur? Angel? Moment mal. Angel hat doch 10 in allem. Ist das wieder so ein Mega-Safe? Fertigkeiten, ja. Informatik, Schlösser knacken. Sie hat alles auf 10. Na gut. Besser wird die Chance nicht. Tada! Okay, nochmal so eine mega schwere Werkzeugtasche, die lassen wir natürlich hier. Aber so ein Mündungsfeuerdämpfer, ich glaube, ich habe zwar einen, können wir trotzdem mitnehmen. Eine SVD. Ja, können wir entweder auseinanderbauen oder. Oder verkaufen, mal gucken. So. Jetzt keinen Fehler machen. Die ganzen Leute erstmal. Ah, ich bin doch dran vorbeigelaufen. Das kann doch nicht sein. Er muss ja sowieso aufsteigen. Dann so heilen wir ihn. Moment. So, Report. Ah, danke schön. Congratulations, Echo One. You've done well. Thank you very much. Echo One, Ende. So, jetzt sind wir aber raus aus diesem Feld, ne? Ja. Na, lieber vorsichtig sein. So. Die da. Nicht, dass die plötzlich so rumlaufen oder irgendwas passiert. So. Wieso hat er keine Hitpoints bekommen? Ich dachte, beim Aufsteigen bekommen die Hitpoints. Oder wahrscheinlich, weil ich auf Ranger spiele, bekommen sie keine. So, okay. Hier ist das Minenfeld wieder. Hier mache ich dann ein Päuschen. Ich werde jetzt nicht
aufnehmen, wie ich mit allen Leuten einzeln durch das Minenfeld hindurch zum Ausgang laufe. Ne? Das mache ich alleine. Wir sehen uns beim Ausgang oder ja, beim Ausgang und dann werden wir zusammen nach Angel Oracle reisen in der nächsten Folge. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.